Mein Name ist Sabrina Hirt, ich komme aus Freiberg am Neckar und mache am Robert-Bosch-Krankenhaus eine Ausbildung zur interkulturellen Gesundheits- und Krankenpflegerin. Mein Name ist Qazi Muhammad Alayakhil. Ich komme aus Afghanistan, aus der Stadt Jalalabad und ich lebe hier auch im Wohnheim vom Robert-Bosch-Krankenhaus. Ich bin Ahmad Jamshid Amakhil, ich komme aus Afghanistan. In der Ausbildung gefällt mir die Praxis am besten. Die Idee ist 2015 entstanden im Rahmen der großen Flüchtlingswelle, wo viele Menschen nach Deutschland kamen. Gemeinsam mit der Robert-Bosch-Stiftung hat das Irmgard-Bosch-Bildungszentrum sich überlegt, dass wir hier den Menschen eine Chance bieten, in den deutschen Arbeitsmarkt zu kommen und das Ganze auf einer Fachkraftebene. Die Idee ist, dass Menschen mit Fluchthintergrund, Migrationshintergrund gemeinsam mit Deutschen lernen und diese beiden Kulturen voneinander profitieren. Es ist was Gutes in unserer Klasse, dass wir sind von unterschiedlichen Kulturen. Wir lernen voneinander gegenseitig, die unterschiedlichen Kulturen, zum Beispiel wie ist das in Afghanistan, zum Beispiel bei der Versorgung des Patienten, also auf den Stationen und sowas, bei der Körperpflege und sowas, das ist ganz unterschiedlich. Meine besonderen Fähigkeiten sind zum ersten die Sprachen. Ich kann Persisch, Pashto, Urdu, Englisch, Deutsch und noch meine Muttersprache, das heißt Bashai. Wir haben einmal den theoretischen Unterricht, dann die Praxisphasen, wo die Auszubildenden auch beim ersten Ausbildungsjahr ab in der Praxis sind. Und dann haben wir speziell für diese Gruppe noch das interkulturelle Zusatzangebot. Das bedeutet, dass die Auszubildenden mit Migrationshintergrund einen Sprachunterricht bekommen, Deutschunterricht in dem Fall, und die deutschen Teilnehmer haben Arabischunterricht. Und zusätzlich haben wir ein kulturelles Zusatzangebot, dass wir unterschiedliche kulturelle Schwerpunkte der Länder kennenlernen und die Auszubildenden voneinander lernen. Sowas haben wir nicht, zum Beispiel Freizeitparke oder Freizeitplätze für die Jugendlichen und Erwachsenen. Das ist für mich ganz Neues. Zum Beispiel Kletternpark oder Treppstrail oder sowas. Das war ganz eine neue Erfahrung oder Erlebnis für uns. Unsere Klasse sind nicht nur Freunde, sondern wir sind wie eine Familie. Wir helfen uns, wenn wir was nicht verstehen, den anderen helfen, es ist so. Und das wirklich, das macht Spaß und wir respektieren das eigentlich. Die Stimmung im Kurs ist sehr offen, eine sehr gute Stimmung. Ich erlebe die Gruppe als sehr motivierte Auszubildende, die auch eine sehr gute Entwicklung bislang zeigen. Den Menschen zu helfen, das macht mir Spaß und das wirklich, das hilft. Eigentlich, wenn ich die anderen Leute helfe, das trifft mein Herz. Das ist was, was ich wollte eigentlich. Das Spannende an dem Beruf ist ja die große Abwechslung. Dass man jeden Tag was Neues hat. Man betritt ein Zimmer und weiß nicht, was einen erwartet. Selbst wenn da seit 2 Wochen dieselbe Person drin liegt, kann immer einem was Neues erwarten. Und das macht ziemlich viel aus in dem Job. Diese Ausbildung ist eine zukunftsweisende Ausbildung. Deutschland ist eine multikulturelle Gesellschaft und auch die kranken und pflegebedürftigen Menschen in Deutschland sind zunehmend multikulturell. Die Teilnehmer dieses Ausbildungsgangs tragen dazu bei, dass auch diese Menschen entsprechend ihrer Bedürfnisse gepflegt werden können, jetzt und in Zukunft.